In diesem Video zeigen wir euch die ein oder anderen Tipps und Tricks, die sehr wertvoll sind, bevor ihr heiraten werdet. Zum Beispiel, wenn wir uns die Tanzhaltung anschauen. Die Tanzhaltung kann ja etwas gemütlicher sein oder aber auch etwas größer, gerade wenn es um den Walzer geht. Was wir jedoch beachten müssen oder was man vielleicht auch auf keinen Fall machen sollte, ist Folgendes. Was manchmal gerne gemacht wird, hier ist dieser, Griff, den man gerne hat, wenn man irgendwie spazieren geht. Beim Tanzen absolutes No-Go, kann nämlich unter anderem wehtun und wenn die Dame dreht, wollen wir lieber nicht zeigen. Also ganz wichtig, hier wirklich die Hand locker fassen. Sie legt ihre Hand ganz locker in seine rein und wir drehen uns gerade mal eben so um. Jetzt könnt ihr die Hand hier ein bisschen besser sehen. Das ist wirklich locker. Das ist auch nicht fest zusammengedrückt oder so, sondern das ist relativ locker und hier in der Mitte ist sogar noch etwas Luft. Das ist das eine zu dieser Hand. Auf der anderen Seite wissen wir ja bereits, der Herr hat hier die Hand ungefähr auf dem Schulterblatt der Dame liegen und sie ihre Hand bei ihm auf dem Oberarm. Was machen wir aber jetzt, wenn ich plötzlich ein Kleid anhabe, was einen riesigen Reifrock hat? Dann wird das hier ein bisschen eng werden. Das heißt, und das gebe ich euch einfach als Tipp mit, probiert das am besten einmal aus, stellt euch einfach mal ein bisschen weiter voneinander auf. Das sieht jetzt so ohne den Reifrock ziemlich komisch aus, aber sicher ist sicher. Wenn ihr das einmal geübt habt vorweg, dann fühlt ihr euch an dem Abend, falls die Dame denn vielleicht so einen großen Reifrock haben sollte, auf jeden Fall sicher. Das heißt, die Tanzhaltung hier, er hat den Armband nicht mehr auf dem Schulterblatt, sondern wir haben einfach eine lockere Haltung. So, und hier ist genug Platz für den Reifrock. Und so solltet ihr dann vielleicht auch mal den Walzer, den Disco Fox oder welchen Tanz ihr euch ausgesucht habt, mal tanzen. Wenn wir hier den Walzer tanzen beispielsweise, die Schritte sind hier völlig gleich, es sieht nur etwas anders aus und vor allem fühlt es sich auch anders an. Und das solltet ihr einfach zwei, dreimal vorher geübt haben, so seid ihr auf alles gefasst. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass das Kleid eine Schleppe hat. Und diese Schleppe, meistens kann man die ja irgendwo am Kleid feststecken, aber es gibt auch Kleider, bei denen man die Schleppe nicht feststecken kann. Wenn ihr dann tanzen wollt, ist die Schleppe sicherlich im Weg, also muss die Dame die Schleppe halten. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder halte ich mit meiner linken Hand die Schleppe fest und dann kann der Mann ganz normal die Hand aufs Schulterblatt legen und ich halte hier meine Schleppe, während wir jetzt tanzen. Und auch so solltet ihr dann mal versuchen, sei es den Walzer oder welchen Tanz auch immer ihr gewählt habt, einmal zu tanzen. Das fühlt sich nämlich schon wieder ganz anders an, wenn ich hier plötzlich die Schleppe halte. Alternativ könnt ihr auch sagen, hier finde ich das doof mit der Schleppe, ich drehe mich sowieso nicht, weil wir die ganze Zeit in der Tanzhaltung bleiben. Dann könnte ich meine Schleppe auch mit der Hand hier, mit der rechten halten und er legt dann einfach die Hand außen rum oder nimmt mein Handgelenk oder was für euch sich am besten anfühlt. Und so könntet ihr dann den Walzer einmal üben. Jetzt könnte es natürlich noch etwas schlimmer kommen. Die Dame könnte einen großen Reifrock und eine Schleppe haben. Was machen wir dann? Dann wäre die Option hier, diese große Haltung, die wir vorhin schon mal mit dem großen Reifrock eingenommen haben, die wiederum zu nehmen, nur hält die Dame jetzt hier auch noch zusätzlich die Schleppe fest. Und das würde ich auf jeden Fall einmal üben, wobei in der Regel ist es so, dass man die Schleppe, wenn man einen großen Reifrock hat, eben auch wirklich feststecken kann am Kleid. Und das, wenn das denn der Fall sein sollte, dann kann ich den Damen nur raten, probiert vorher einfach mal aus, wenn die Schleppe festgesteckt ist, ob sie auch wirklich fest ist. Hüpft damit, lauft damit, dreht euch, denn ich habe es leider schon ein-, zweimal bei Hochzeiten miterlebt, da war die Schleppe festgesteckt und mitten beim Tanzen, die Dame dreht sich, ist sie runtergefallen und dann ist der ganze schöne Tanz, für den ihr lange geübt habt, leider ein bisschen schwieriger zu tanzen und man denkt sich, nein, jetzt haben wir so lange geübt und naja, das wäre schade, deswegen probiert das vorher lieber noch mit, keine Ahnung, einem zusätzlichen Knopf nochmal zum Schneider gehen, richtig schön feststecken lassen, dass das Ganze auf jeden Fall hält, wenn ihr tanzt. Ansonsten, das sind jetzt so die Sachen bezüglich Kleid, auf was ihr achten solltet. Die Schuhe sind dann das nächste Problem oder können das nächste Problem sein, sowohl für die Frau als aber auch für den Mann. Als Frau beim Üben einfach mal jegliche verschiedenen Schuhe anziehen, ganz hohe High Heels, wenn das mit denen klappt, könnt ihr eigentlich auf allen Schuhen tanzen. Vielleicht könnt ihr sogar direkt mit euren Brautschuhen tanzen.
Ansonsten könnt ihr natürlich auch, und das dann sorgt ihr sicherlich für einen Lacher, einfach die Schuhe ausziehen, bevor ihr den Hochzeitstanz tanzt. Oder aber es kann sein, dass ihr, und das passiert auch oft beim Mann, dass ihr etwas rutscht, dass entweder der Boden rutschig ist oder die Schuhe sind sehr rutschig. Deswegen solltet ihr vorher auf jeden Fall mal über den Boden laufen und einfach so ein bisschen testen, wie fühlt sich das Ganze an. Und wenn die Schuhe sehr rutschig sind, dann gibt es einen kleinen Tipp, sprüht einfach vor dem Tanz Haarspray auf die Sohle. Und dann klebt ihr ein bisschen mehr, nicht zu viel natürlich, aber in der Regel ist das nie zu viel, aber ihr habt auf jeden Fall besseren Halt und rutscht nicht direkt davon beim ersten Schritt, was euch auf jeden Fall mehr Sicherheit gibt. Ja, und dann ist nur noch zu sagen, die meisten haben ein langes Brautkleid an. Übt am besten zu Hause euren Hochzeitstanz auch mal mit einem langen Kleid. Das kann der Unterrock des Brautkleides sein oder irgendein anderes Kleid. Denn es fühlt sich anders an, wenn ihr plötzlich nicht mehr die Beine des Partners seht. In dem Fall vom Mann ausgesprochen. Er sieht plötzlich nicht mehr die Beine, die er sonst bei der Frau immer gesehen hat, wenn sie zum Beispiel mit einer Jeans geübt hat. Und das solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Sie trägt dann einen langen Rock. Und dann werdet ihr auch merken, man hat Angst, auf den Rock drauf zu treten. Und in diesem Falle, wenn das denn so sein sollte, schieben wir die Füße einfach ein bisschen mehr. Auch wenn das der Disco Fox ist zum Beispiel, dann fängt der Mann an und anstatt einen richtigen Schritt zu machen, schiebt er dann die Füße eher, vor allem beim Vorwärtsteil, und kann so quasi unter das Kleid drunter laufen oder auch beim langsamen Walzer das Kleid quasi wie wegschieben und dann passiert nichts. Und ja, der Tanz wird auf jeden Fall kein Desaster werden. So viel zu den Tipps und Tricks. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg und falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, ihr wisst ja, einfach kontaktieren und wir helfen euch.